Recht herzlich willkommen zur 33. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal hier den Militärposten oder was es auch immer war abgerissen. Dadurch haben wir natürlich hier ein paar Bergbaustationen verloren, die uns hier natürlich auch Mineralien gebracht haben, die jetzt leider dadurch im Minus sind. Ne? War jetzt nicht so dolle. Die Vierer hier vor allem war jetzt gefragt. Aber ich glaube nicht, warte mal, Konstruktionsschiff hier hinschicken geht wahrscheinlich nicht, ne? Liegt im Raumbereich von okay, dann hat sich das wohl schon erübrigt. Wir müssten jetzt hier wieder eine Militärstation aufbauen, aber ich glaube, das lassen wir dann mal sein. Weil wir wollen ja auch hier diese vier Punkte nutzen, die jetzt bei 100 sind. Wir wollen mal weiterlaufen lassen. Die bei 100 sind, dass die jetzt mal ganz schnell groß werden. Und, guck mal, plus 6 Nahrung. Und jetzt, ist das Lager voll, ne? Das ist ja richtig toll, ne? Oder? 1000? Ja, 104 und da steigt nichts, alles klar. Ja, müssten wir Lager ausbauen in dem Sinne. Da können wir mal reingucken. Aber da ist er. Oberfläche. Ist alles ausgebaut, ne, oder? Irgendwo hatten wir ja auch ein Lager, ne? Bergbaunetzwerk. Mineralsilo. Mineralsilo, ja, können wir auch nicht ersetzen oder so. Also können wir schon ersetzen, aber. Ja. Angrenzungseffekt hat der auch, aber. Das war jetzt auch dann Blödsinn, der Mineralsilo in dem Sinne hinzumachen, weil, ne? Wir nutzen nur die Speicherkapazität, den Mineralienförderung plus 1, die kriegen wir da gar nicht, weil gar keine Mineralien nebenan sind. War jetzt nicht so der Bringer, ne? Wenn wir da ersetzen drücken. Energiehub 1. Ja, der würde es auf jeden Fall hierfür bringen, wahrscheinlich. Feldproduktion, Energiecredits plus 10. Hydrokulturfarm, die haben wir ja jetzt schon hier genug Essen. Kraftwerk mit einer Veredelungsanlage und Mineralsilo. Wir können noch nicht mal hier irgendwie die Nahrung speichern, oder? Was tue ich mich jetzt da? Was ist das hier? Nein. Die Hydrokulturfarm macht nur mehr, ne? Ja. Also das bringt es jetzt nicht. Dann können wir noch mal gerade auf den anderen Planeten gucken. Ja, hier geht ja sowieso noch was, ne? Oberfläche. Hier wäre zum Beispiel noch... Brauchen wir aber nicht jetzt Energie, ne? Da kamen so ein paar Meldungen rein. Verfügbare Traditionen. Okay. Da sind sie dann, ne? Dynamischer Ökomorphismus. Ja, wahrscheinlich muss man sich zwischen dem und dem entscheiden dann, oder? Da geht nämlich nichts, ne? Weil das ist noch nicht. Und zusätzlich von dem hier Einigkeit. Und hier ist jetzt. Die Einigkeit ist jetzt nicht da, ne? Oder doch? 247, 245 plus 3 wären 248. Jetzt wird es wieder gehen. Schwankt die so oder was? Informationen ausgetauscht werden können. Da können wir uns an eine fremde Umgebung anpassen. Besucherzentrum, okay. Was haben wir hier?
Kann man eine Föderation machen? Okay. Ist jetzt für uns nicht so relevant. Wahrscheinlich, wenn wir das hier haben, dann würde das gehen, ne? Mit den Nachbarn Vertrauen haben, jo. Flottenkapazität bis Beisteuern zählt. Doppelt. Tja. Bewohnbarkeit erhöht um 10%. Das hört sich eigentlich gut an, ne? Ist das aber dann, ne? Ja, machen wir ganz einfach. Jetzt ist die Frage, wo wirkt das? Wir hatten eben auf den anderen Planeten überall 30% in unserer Reichweite. Sind das dann 40% geworden? Ich glaube, hier zum Beispiel gab es das, oder? War das jetzt der Planet von denen? Ne, das können wir dann nicht mehr einsehen, ne? Oder war das der hier unten? Hitzel 5. Nein. Auch nicht. Das ist sowieso kein Planet. Ich glaube, da ändert sich nichts. Aber war da gerade nicht irgendwie ein... Achso, das ist wahrscheinlich 0%. 0%. Nee, hier war das dann nicht. Ah, da sehen wir es. Lass uns erstmal gerade runter gehen. Und ist es diese? Terzam. Potenziell bewohnbar, ne? Was haben wir hier? 0%. Da ist jetzt 40%. Also hat sich das definitiv da niedergeschlagen. Können wir kolonisieren mit 30? Sollten wir vielleicht tun. Oberfläche sieht so aus. Nahrung wäre da. Kriegseintritt von Bündnispartnern. So, dann sind wir im Krieg. Auch schön, ne? So, dann müssen wir überlegen, was wir tun. Wir hätten da oben ja ein Kolonieschiff, also wir könnten den kolonisieren. Aber, ja, mindestens einer der beiden leidet unter Unruhe. Ah, kein Gouverneur. Da brauchen wir 50. Die verwalten ja schon was, ne? Nein, möchte ich nicht. Da müssen wir rekrutieren. 33,5 geht, hier wäre sogar ein 50er. Da und nochmal. Das ist das Alter. Fähigkeiten sind da mit einem Stern gekennzeichnet. Und hier sind die anpassungsfähig. Intellektueller, eifrig und er ist auch eifrig dann. Ja. Anpassungsfähig. Physikforschung, Sozialforschung. Der ist mehr so für Forschung und der eifrige Regierungskostenanführer. Also, der wäre ja schon nicht schlecht, ne? Und der... Ich nehme den mal dazu. Und den? Ist der da, ach, der da oben ist jetzt verfügbar, oder was? Ach, dann ist der runtergerutscht, alles klar. So, jetzt passt's, ne? Ja, der hat jetzt das alles gekriegt, das ist gut. Was bringt hier? Friedensangebot.
Ja, kann ich auch nicht ändern, ne? Rivalen erklärt, auch schön. Bringt uns auch nicht weiter. Nicht ausgebende Staatselemente, Punkte. Ja, aber wir haben da jetzt nicht die Ambitionen drauf, erstmal. So, jetzt soll ich da. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wer die sind. Jetzt sehe ich das nicht mehr, ne? Ach, jetzt habe ich es auch noch weggeklickt. Noch geschickter. Das waren die, ne? Ja. Dieses Symbol ist das hier unten, ne? Und das heißen, die heißen United Nations. Okay. Und warum blinken hier so viele Sachen bei uns? Gute Frage, ne? Okay. Jetzt werden die zum Rivalen erklärt. Also hier haben wir es entdeckt, aber unser Einflussbereich ist nur da, ne? Und da war jetzt ein potenzieller Planet, den wir ja auch dann bevölkern wollen. 2 und 3. Jetzt müsste man dann noch mal überlegen, ne? Wir haben ja mittlerweile alles da oben, ne? Zwei Energien oder sagen wir mal erstmal eine Energie ist hier drauf. Fünf Nahrung. Forschung. Zweimal Ingenieur. Mineralien. 6, 7, 8. Was hatten wir hier noch? Sozialforschung. Hier haben wir noch eine andere Forschung, Physikforschung. Nahrung sind 2, 3, 4. Energie, ja. Tendenziell würde ich dazu sagen, dieses können wir mehr gebrauchen, oder? Ja, aber hier oben waren wir auch, ne? Da haben wir die Top-Welt gefunden, ne? Allerdings ist die klein. Das wird auch immer mehr, kann das sein? 568 Punkte fehlen da noch. Ich glaube, das wird sich verzögern. Da können wir auch erst hier anfangen. Einer von den beiden und wir wollten diesen nehmen, ne? Das sind 17 Felder. Da sind 18, ist auch ein Feld mehr. Allerdings sind da zwei noch frei zu machen hier und da, Gebirge, ne? Die sind aber machbar, wenn es dann so sein soll. Ich glaube, wir holen unser Kolonieschiff mal hier hin, ne? Und dann gucken wir da weiter. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir da weiter ausbauen, dass wir vorankommen. Warum das hier immer jetzt so noch so blinkt, weiß ich auch nicht. Was haben die denn hier? Asteroid. Haben wir denn hier eine Aufgabe zu irgendwie? Das sind Artefakte. Unwahre Welten erkunden, ist klar, Drohne demontiert. Keine. Ja. Super, ne? Ja, dann müssen wir das beim nächsten Mal schauen, was wir da machen können. Jetzt holen wir erstmal unser Kolonieschiff da oben hin, bauen die Kolonie auf. Wo ist es? Ist schon da, oder was? Ne, das war Konstruktionsschiff. Kolonieschiff ist da.
Das kann dann noch eine ganze Runde fliegen, wie man sieht. Das dauert noch eine Weile, bis das da ist. Vielleicht schaffen wir das dann in der nächsten Folge da, einen weiteren Planeten zu besiedeln. Und schauen, wie unsere Zivilisation dann doch noch wächst. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.